Moin moin zusammen, herzlich willkommen zurück zu Destroy All Humans hier im Mutterschiff und wir starten direkt die nächste Mission. South by Southwest, der unsichtbare dritte Furone. Dann lassen wir uns mal überraschen. Ich gebe dir freie Hand, Crypto. Die Zeit ist reif, diesen kleinen Krieg gegen Majestic so richtig eskalieren zu lassen. Dafür wirst du eine schlagkräftigere Waffe brauchen. Okay. Töte Männchen, zerstöre Fahrzeuge, zerstöre einfach mit mir. Sie kann auch dich verletzen, wenn du ihr zu nahe kommst. Lass mich. Wie hält denn so ein Auto aus? Okay. Grundgültiger! Es ist ein Außerirdischer! So ist wie ein Granatenwerfer. Zerstöre Fahrzeuge, machen wir direkt mal weiter. Kleine Grüße! Gut. Oh! Wenn die Munition ausgeht, nutze Translock. Markiert das Objekt in Munition, um mehr Verfügung und schnellere Ecke. Scheiße! Außerirdische! Kommunisten! Ah! So, aber wie kriege ich denn da dann die Munition raus? Details anzeigen, transmogrifizieren. Zu dem mentalen Fähigkeiten gehört, zerlegen von Objekten die Rolle der Stoffe. Aber was denn für Objekte? Weil das geht ja bei den Menschen auf jeden Fall nicht. Ich meine, ne? Wir müssen ja irgendwas Spezielles finden wahrscheinlich. Ja, wir müssen es einfach Kreaturen mal ausprobieren. Kreaturen aus dem Weltall! Ja, zeig mal, was du drauf hast. Es tut so! Fallen lassen, Schwein! Extraterrestrische! Wo sind wir denn hier? Moment, wir machen das anders. Ich brauche da ja nicht unbedingt Munition für. Moment, hab ich? Ach, das ist mein Sturmgewehr. Ich gehe einfach meinen Raumschiff holen. Außerirdische! Dann machen wir ein bisschen Raumschiff-Action hier. Hallo, Marv! Ruf die Nachbarschaft, Marv! Wo haben wir denn geparkt? Marv! Komm schnell! Das ist ein riesiger, haarloser Hamster unserer Rüben! Wo standen wir denn jetzt? Standen wir am Strand? Oh. Wo standen wir? Außerirdische Invasoren! Sie wollen haarlose Hamster aus dem Weltall! Ich muss mal ran auf ein Haus. Ich habe mir jetzt natürlich nicht gemerkt, wo wir standen. Vielleicht sehen wir es ja hier. Sind wir hier? Ne, hier an der Ecke waren wir nicht, ne? Vielleicht muss ich einfach gerade nochmal beginnen. Kleinwüchsiger! Nein! Ein Hä, wo ist denn das Raumschiff? Schönen guten Tag! Wie findet man einen Feuer? Ach komm, wir machen das mal gerade. Ich muss mir gerade merken, wo war denn das Raumschiff? Sonst suche ich hier jetzt die ganze Zeit. Ja. Wo war das denn? Na? Also, das Raumschiff steht wo? Ach, im Park. Sei vorsichtig mit dieser Waffe, Peter. Sie kann auch dich verletzen, wenn du ihr zu nahe kommst. Riesige, haarlose Hamster! Weltraumbaby! Geht das Auto überhaupt kaputt? Außerirdische was extra Terror! Nicht schon wieder eine Invasion der Außerirdischen! Jetzt! Bleib stehen! Martha! Hol Jo, das hätten wir! Ist schon ein Töte Menschen! Extra Terror!
So, da haben wir direkt mal drei Autos. Das war doch schon mal gut. Wenn wir nochmal so Autosammlungen finden, dann ist das noch besser. Da hinten stehen nochmal zwei. Ich kann ja auch hier die Sprengfässer mal nehmen. Und die kleine mal da reinwerfen. Heilige Scheiße! Außerirdische! Jo. Gleich haben wir das. Hilfe! Kreaturen aus dem... Nein! Wenn dir die Mission ausgeht, nutze Transmog zum Nachladen. Okay. Gut, jetzt müssen wir eigentlich nur Menschen töten. Ich schmeiß einfach mal alle hoch. Jetzt ist es an der Zeit, dieser Armeesenorganisation gehörigen Schaden zuzufügen. Vernichte alles, was nach Majestic aussieht. Was war das da nochmal gerade, was er sagt, was ich machen muss? Also Ausrüstung hier. Halten und drücken. Okay. Keenan, was Mist. Zerstörung bedeutet. No. Ich habe eine Kugel mit einem. Gerade noch eine Sache. Gucken, Fähigkeiten. Ja, wo ist das denn? Wir haben ja schon richtig viel freigeschaltet mittlerweile. Wir müssen mal das Geld ausprobieren. Nee, war das Transmog? Ja. Mal vorsichtig sein. Nee. Ist das jetzt. Müssen wir das noch mit dem Raumschiff machen? Ich meine, das wird erklären, worum es sich geht. Probieren wir das mal gerade aus. Oh, unzugänglich. Verdammt. Dann müssen wir mal schauen, wie machen wir das denn hier? Oder ist das unzugänglich, weil hier zu viel los ist? Aber irgendwie muss ich hier für Chaos sorgen. Extraterrestrische! Das wird eine seltsame Begegnung der schmerzhaften A. Schade, die kann ich nicht. Erobern. Oh. So, jetzt probieren wir mal das Geld aus. Ah, cool. Das finde ich gut. Aber wieso komme ich hier nicht rein? So. Das ist schade. Oder geht's jetzt? Ah, nee, doch nicht. Ich dachte gerade, weil es grün war. Nicht grün. Weil es blau war. Dann holen wir mal hier die Rakete. Okay. Lade nach. Ja, der hat schon mal gut Wert gegeben. Dann finden wir doch nochmal eine zweite am besten. Moment, das ist jetzt die... Moment. Nee. Das ist die Munition. Okay, das sind... Oh, das sind verschiedene Sachen. Wo wir das rauskriegen.
war ich doch nicht so falsch mit dem ersten Gedanken, dass wir das vielleicht aus, ja, bewaffnen oder sowas ziehen müssen. Okay, es sind auf jeden Fall mehrere, die wir killen müssen. Ich brauche auf jeden Fall mal ein bisschen Leben. Komm her! Das sieht schon wieder besser aus. Da sind ganz viele. Oh ja. Gut, haben wir wieder was Neues gelernt. Jetzt wissen wir auch, wie wir Munition kriegen. Beziehungsweise woraus wir Munition kriegen. Möge die Action beginnen. Tötagenten, zerstören wir jetzt die Besitz. Es ist Zeit, die Majestic-Plage in dieser Stadt zu eliminieren. Finde den Majestic-Stützpunkt in dieser Stadt und zerstöre ihn. Das war's mit dem Haus. Coole Waffe. Aha, es ist auch gut. Oh, keine Munition mehr. Ach, Mist. Ich wollte gerade gucken. Das sollte ihre Schließmuskel für eine Weile stopfen. Jo. Was war das optionale Ziel? Das habe ich jetzt gerade zum Schluss noch schnell lesen wollen. Zerstöre ein Gebäude mit Hilfe des Majestic Agenten. Ah ja, gut. Das wäre, glaube ich, ein bisschen aufwendig gewesen. Mysteriöser Brand zerstört Motel. Manager gibt außerirdischen erobern die Schuld. Ermittler den falsch verlegten Kabeln. Nehmen wir die Elektriker. Gut. Krypto? Komm nur näher. Waffen, Fähigkeiten, nee. Raumschiffe. Upgrades are us. Skin. Ja, dann nehmen wir den Standard-Krypto. Den spielen wir dann jetzt mal so weiter. Und wir schauen mal. 2800 Punkte haben wir. Was nehmen wir denn hier? Schilder haben wir voll. Schauen wir erstmal. Gehirnextraktion, Psychokinese. Ja, das ist gut. Das nehmen wir. Das können wir gerade ganz gut gebrauchen. Und wir gehen wieder auf Missionsauswahl. Als nächstes müssen wir wieder darunter. Okay. Dann. Das ist das Bild übrigens. Da haben wir das Bild einmal aus der Collectors Edition. Los geht's. Frauenkorrespondent. Oh ja. Der Auslandskorrespondent. Bert Riff, Riffer, in Panik vor Mordversuch, Angst um seine Sicherheit, treiben amerikanischen Kultnachrichtensprecher in ein Versteck, aber laut ihm können die Nachrichten nicht zum Schweigen gebracht werden. Wir haben Majestics Gedankenkontrollprogramm einen Riegel vorgeschoben, doch das hält sich nicht lange auf. Wenn wir aber die geballte Macht des Fernsehens nutzen... Könnten wir dem ganzen Land eine Gehirnwäsche verpassen? Wir können unser Signal ganz einfach auf normalen Fernsehfrequenzen übertragen. Wir brauchen dazu nur eine gute Tarnung. Eine Person, der die Menschen vertraut. Meine Recherchen lassen nur eine Möglichkeit zu. Ein Fernsehmoderator namens Bird Wither. Aber er ist untergetaucht. Vielleicht hat er mitbekommen, was du mit dem schläfrigen Ernst gemacht hast. Verzeihung, wenn ich so gerade herausfrage, aber du bist doch ein Außerirdischer, nicht wahr? Wie hast du das erraten? Ich wusste es! Ich wusste es! Meine Gebete wurden endlich erhört! Im Namen aller Nationen der Erde heiße ich dich auf diesem Planeten willkommen, oh Freund aus einer anderen Welt.
Toll, danke. Das bedeutet mir viel. Genug Smalltalk. Wir brauchen diesen Bird Wither. Wo ist er, erbärmlicher Menschenspinner? Ihr wollt Bernd Wither? Ihr sollt ihn haben. Folgt mir. Perfekt. Oh ja. Jetzt knüpfen wir uns den vor. Bitte folge mir. Folgt dem Spinner. Es ist egal, dass er verrückt ist. Er ist unsere einzige Spur. Erstmal scannen hier. Sie haben den Ort mit elektrischen Kraftfeldern gesichert. Du kannst sie aber deaktivieren, indem du einfach auf den Generator schießt. Nichts Besonderes. Nur meine Baseballkarten, meine Kronkorkensammlung und meine Aufzeichnungen zur Superspring-Theorie. Aber sag's keinem. Geh besser unauffällig vor. Sie haben auch überall Schützennester verteilt, besonders auf der Seite zum Wasser hin. Passt auf die EMP-Minen auf. Davon haben sie auch einige ausgelegt. Okay, das ist wirklich alles ziemlich gut gesichert. Du kannst doch menschliche Form annehmen, oder? Du könntest dich getarnt einschleichen. Aber nur eine ganz bestimmte Tarnung könnte dir da helfen. Mhm. Kein Koks mehr. Mann, ich liebe Bird Wither. Auch wenn er mich in diesem Fernsehinterview einen Spinner genannt hat. Er hat gesagt, Fusionsreaktionen bei Zimmertemperatur könnten niemals funktionieren. Aber das hätten sie, das weiß ich, wenn ich nur die Finanzierung gestellt bekommen hätte. Vielen Dank, Bird Wither. Mistkerl. Gut. Dann einmal nochmal lesen hier. Und dann machen wir uns auf den Weg. Oh Mann, ich würde gerne ein paar Köpfe zusammenschlagen. Ein bisschen Dampf ablassen. Was? Jetzt hast du deinen Hut verloren. Toll. Sie haben den Ort mit elektrischen Kraftfeldern gesichert. Du kannst sie aber deaktivieren. Hey, der Koch von dem Diner bringt immer Essen zu Bird Wither. Mhm. Er ist der Einzige, der an dem Kraftfeld und den Wachen vorbeikommt. Wenn dieser verrückte Wissenschaftler recht hat, wird Bird Wither streng bewacht und nur der Koch darf zu ihm. Du solltest den Koch benutzen, um zu Bird Wither zu kommen. Und schon sind wir Koch. Ich habe gestern geheiratet und bin jetzt schon in der verflixten siebten Minute und könnte mal ein bisschen Freigang gebrauchen, Baby. Kommen wir denn da rüber? Ja. Ach, da hinten rum. Das Chili wird sich noch die ganze Nacht mit mir unterhalten. Und frisch gescannt oder frisch gelesen, gehen wir schnell mal hier rüber. Das brauchen wir nämlich gerade. Die Reichweite. Dann gehe ich mal gerade hier vorne hin. Ich hoffe, ich kann die scannen. Crypto, sei extrem vorsichtig. Diese Zone scheint schwer befestigt zu sein. Dieser Bird Wither muss irgendwo hier sein. Marschiert hier lang, marschiert da lang. Marschiert doch selber, ihr Wichser. Jo. Schönen guten Tag. Ich darf hier rein. Gut. Die Offiziere reißen mir immer den Hintern auf. Mistkerle. Und nochmal scannen. Audie Murphy ist ein Weichei. John Wayne hingegen, das ist ein echter Mann. Komme ich hier irgendwie rüber? Aha. Das sieht vielversprechend aus. Ich hoffe, wir gehen hier einigermaßen richtig irgendwie. Ich muss langsam auch mal wieder scannen, glaube ich. Ja, da fängt es schon an. Muss mal schnell zurück. Oh, nein. Was war das denn? Schnell zurück. Vorne, komm schon. Okay. Wenn ich nicht bald jemanden erschießen darf, drehe ich noch durch. Ausgezeichnet. Der Grafikstil ist auch sehr schön, finde ich. Komm ich hoch? Oh, so ein bisschen. Dann gehen wir hier lang. Ich weiß auch nicht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich nicht die Person bin, die ich hätte werden können. Was da passiert? Mein Schleifer ist ein echt harter Brocken. Armquist ist. Ich sag schon mal Tschüss zu dir. Oh. Sind beim Leuchtturm. Wo kommen wir denn hier runter? Hier vielleicht? Hier so? Ja, das schaffen wir schon. Da sind wir auch schon da. Hasse ich dieses Marschieren.
Diese Stiefel sind das Letzte. Ach, hier unten drin, ne? Genau. Und da sind wir schon fast. Da. Ich glaube, ich muss... Verdammt. Nee, hat doch gereicht. Ich dachte, es wäre da oben jetzt gewesen. Warum legen die Kommunisten nicht endlich mit der Invasion los? Ich will ein paar Rote abknallen. Ich würde jederzeit meinen moralischen Kompass gegen eine Stunde Zugang zur Leiche eines Außerirdischen eintauschen, wenn wir eine hätten. Achtung! Was haben wir denn hier? Ich bleib mal gerade hier stehen. Hier, Kakita. Was ist denn falsch an ein bisschen Fuchsier? Unschärfe Relation? Jetzt aber mal halblang. Lass dir ein paar Eier wachsen, Heisenberg. Mein Teddy hat im Weiß nicht, ob ich jetzt irgendwas... Wo bleibt das Hacksteak für Mr. Wither? Er ist am Verhungern. Ist es denn so schwer, ihn zu finden? Die Treppe rauf im ersten Stock der Docks. Zucker in die V2-Rakete gekippt hat. Oh, was für eine Schweinerei! Diese Amerikaner haben einfach keinen Humor. Das hier ist nicht wie der Zweite Weltkrieg. Ich versuche mal gerade hier raufzukommen. Ja, das klappt doch ganz gut. Und nochmal scannen. Warum schaut so mich ständig an? Elvis, Melvis, ich konnte das genauso gut. Aha, oh yeah. War das jetzt unbemerkt? Bitte, tu mir nicht weh. Ich tue alles, was du sagst. Ich schwöre. Da kannst du deinen Arsch drauf verwetten. Na los, Bertie Boy. Ich habe eine kleine Aufgabe für dich. Na gut, ich würde sagen, wir machen hier einen kleinen Cut, weil wir wieder am Ende einer Folge sind. Und dann probieren wir hier beim nächsten Mal rauszukommen. Töte mehrere Soldaten mit Sprengstoff. Das kriegen wir bestimmt hin, das optionale Ziel hier. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, dann könnt ihr mich gerne abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Ich würde mich drüber freuen. Ansonsten gibt's die Analsonde. Nee, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.